auf der Fahrt zum Berniner Pass. Genau, Java-Hütte. Schauen wir uns das einmal an. Ja. Da haben wir einen Wärterli-Hütte. Aha, super Bergsicht. Da sind schon die ersten Schneefelder. Ah ja, super. Und da haben wir zur Java-Hütte. Genau. Durch das Wäldle durch. Schön zum Laufen. Fein, ja. Ja. Kühlschattig, gell? Kühlschattig. Da ist noch ein Bächle. So, da sehen wir noch den Bianco bei Sonnenuntergang. Der letzte Strahl. Ja, genau. Da ist aber die Java-Hütte, die haben wir jetzt so erreicht. Jetzt ist es 10 nach 8 jetzt. Nimmt noch der letzte Wiss. Ja, wir wissen zwar nicht, was das überhaupt ist, das machen wir die Morgen. Das machen wir nicht. Guten Morgen. So, 3 Uhr Tag auch wieder. Oder so ist es wieder noch. 3.30 Uhr schon. Wir sind heute die Letzten, was der Hütte bin. Also halt. Die Letzte, was die Hütte. Da liegt aber gar nicht mehr im Schlaf gemacht. Die Franzosen sind schon gegangen. Die sind gegangen. Wir müssen dann zusammen packen. Genau. Das Gepäck. Alex trinkt noch Bier am Morgen. Alex, verlassen wir die Hütte. Jawohl. Da haben wir die ganze Schuhe. Ja. Da bin ich echt draus gesehen. Schon passiert natürlich nichts. Training? Bergsteigen. Ja, das passt. Das ist eine brutale Kette, ja? Mhm. Jetzt. So, da. Jawohl. Ein Stückchen wird das im Ofen. Genau, steile Eishöhle. Genau. Den gehen wir da jetzt auf. Freut uns. Oder, Ralf? Jetzt freut uns. Richtig toll. Schauen wir mal. Sehr hoch. Sind wir schon hoch? Wie hoch sind wir jetzt? Jetzt sind wir hoch. 3-4. Jawohl, 3400. Haben wir noch 600. Gut 10 Meter vor uns. Steigeis können wir ausziehen. Jawohl. Jetzt? Jetzt bin ich. Jawohl. Na gut, dann schauen wir, wie weit man da kommt. Langsam ist halt wichtig. Ja. Eisbruch. Eisbruch, ja. Da sind wir jetzt der Grat, wo wir gleich aufhören. Züchtig, ja? Ja. Da wird eh noch ein Steiler.
So, wieder ein Stück. Da sieht man nochmal den Gratverlauf, wo wir hergekommen sind. Wahnsinn eigentlich. Glaubst du? Ja. Oh. So, die letzten Schritte. Mit Wind. Piz Berlina Bianco Grat 2015. Da unten sieht man einen Spalter, wo mein Papa gestorben ist. Aber da laufe ich morgen eh noch vorbei. Den nehmen wir noch ein bisschen größer auf. Noch nicht runterfallen. Das ist nicht das Richtige. Anstrengende Tour. Ja, jetzt sind wir da. 13 Stunden haben wir gehabt. Jetzt hocken wir am Gipfel. Da ist noch der Abstieg. Spallergrat. Da, das ist auch der Hauptgipfel. Das ist eigentlich nur. Also, das ist, wo der Ralf da gerade oben steht, ist der Hauptgipfel. Mehr Platz hat der Gipfel. Da ist noch der fließige Baumann. Schon noch da. Ja, haben wir gut gemacht. Bin stolz auf uns. Der erste 4000 in diesem Jahr. Na, Ralf. 4000, 0. Das ist 49. Piz Panina Bianco gerade. Ha? Geil, so schaut es nach oben aus. Nur Wolke, kein Berg rundherum. So, jetzt haben wir die Marco Rosa Hütte da unten. So, wir haben morgen auf der. Mal das tun wir ja noch einkommen, wir müssen ja noch auf der Marco Rosa Hütte. Da müssen die letzte, die jetzt kommt. Da ist nicht mehr. Umgerannt. Immer mehr gehabt. Die 89 Zelte. Irgendwo anstrengend. Genau. Ich und sie auch. Nein, nein, da. Urgesund. Bella Vista. Da müssen wir einfach da einmal so vorgehen. Da sind wir nicht die Einzigen. Ne? Stimmt. Da sind wir gestern nachgekommen. Ja, genau. Da lernen wir, wo die Uffe sind. Oder Uffe gehen jetzt gerade, ja. Hammer, ha? Da. Da sind noch viele Spalten da. Dahinter sieht man noch die Hütte, wo wir losgelaufen sind. Da ist der Bernina, wo wir gestern noch waren. Ja, siehst du es noch besser, gell, so schlecht. Da haben wir jetzt mal einen Panoramablick. So, Alex. Radkletterei. Genau. Mit Stiegeiser. Ein leichter wie gestern. Ja, da sind es gerade andere Griff, gell? Ja. Nicht ganz so ausgesetzt. Jetzt gehen wir auf den Piz Spinas. Genau. Da gehen wir auf. Da sind wir jetzt mit dem Grat. Lässiger Grat zum Klettern. Panorama. Ein Wahnsinn. Die Oletta. Da geht's runter. So.
Zeug zum Klettern. Wir wollen sie nicht einfach. Sonst wären wir nicht da hin. Klettern. Ja, da sind Griffe weniger. Da sind weniger Griffe vor. Jawohl. Ja. Jawohl. Jawohl. Gut. Sauber. Die Stelle auch. So, Mr. Steindl. Hi. Danke. So blöde Stelle. Ja. So, jetzt sind wir am Pitzpalü oben am Gipfel. Hat kein Wind, ja. Hammer. Aha. Bergheiler. Bergheil. Super gemacht, Alex. Tip top, ha? Aha. Perfekto. Okay. Brutal. Der Anker gerade. Sieht man auch noch, ja? Da haben wir ihn. Unser gestriges Ziel. Geradeaus. Heute sind wir ein bisschen zügiger gewesen. 15 Stunden haben wir gestern gebraucht. Ja. Und heute, wie lange sind wir jetzt heute auf dem Berg? Nicht so lange? Nein, 7:15, 7:08, 7:09, 7:10, 3 Stunden. Ah ja. Hier kurz. Das läuft. So, da. Jetzt Abstieg vom Piz Palü. Da sieht man auch auf dem Palü. Der ist im Sommer auch eine gespalten da drin. Da unten sieht man so ein Gewässer. Direkt zerklüftet. Durch die Gletscherbrüche. Gehöriger Bruch, ja. Ja. Direkt zerklüftet, ha? Spaltig, ja? Ja. Jawohl. Super. Boah, sieht schon gewaltig aus. Ah ja. Gletscherspalte. Boah, bist du gelernt. Das ist eine tiefere. Der letzte Sprint vom Palü aber. Der Palü-Sprint. Da sehen wir nochmal den Bianco gerade.
Dann sind wir da zum Monte Arosa heute Abend. Und dann sind wir da über die Bella Vista Terrasse rauf. Überschreitung, Felsband. Das da haben wir. Das Felsband sind wir überschritten. Dann da wieder auf den Gletscher. Und dann da auf die Palüsen. Super gesehen. Da sehen wir es nochmal. Die ganze Route für uns. Jetzt sind wir alles abgeklettert. So, jetzt sind wir im Endspurt. Genau. Da dann ist jetzt die Avalezza-Bahn auf 2,9 ungefähr. Und mit der fahren wir jetzt nach Adabi. 28 Franken. Jawohl, ja.